Herzlich willkommen beim Motorradmagazin zu einer Produktpräsentation, damit dieser makellose Glatzkopf keine Ecken und Kanten bekommt, habe ich jetzt was Neues bekommen, um mein Rechenzentrum zu schützen. Ihr wisst ja anhand der Überschrift schon, was das ist, aber was es kann, was es kostet und was es sonst noch für interessante Grafiken von HOC gibt, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Ich finde es immer witzig, dass eigentlich das Einzige, was wir von Gesetzes wegen tragen müssen, nämlich der Helm, auch das wichtigste Utensil für den Motorradfahrer ist. Also nicht nur das wichtigste Sicherheitsfeature, sondern auch das wichtigste Feature, um vielleicht ein bisschen seine Persönlichkeit nach außen zu tragen. Macht nicht jeder. Auch ich trage vorwiegend, glaube ich, einfärbige Helme oder trage sie zumindest gerne. Und es gibt auch natürlich viele andere, für die das auch ein reines Sicherheitsfeature ist. Aber dann sieht man doch immer wieder sehr auffällige Designs, die es ja zuhauf gibt von allen Herstellern. Und ich glaube, da wollen dann die Leute schon ein bisschen zeigen, vielleicht wer sie sind oder wer sie gerne wären. Und ich habe das jetzt auch wieder gemacht, habe mir einen bunteren Helm bestellt, war allerdings nicht meine erste Wahl. Meine erste Wahl war ein neuer Aliens-Helm von HOC. Wie ihr wisst, HOC kooperiert ja mit mehreren Filmstudios oder kauft eben Lizenzen, um dann ja, gewisse Filmfiguren abzubilden am Helm. Da gab es zum Beispiel Monster AG, Star Wars gab es schon, dann diesen Venom, der wurde auch schon verfilmt. Marvel, DC, Universal, Fox, glaube ich, sind alle schon Kooperationspartner. Und dann gab es eben diesen Aliens-Helm, also das zweite Teil, das Original war ja Alien, der zweite Aliens, also die beiden sind ja unfassbar gute Filme, zwei meiner Lieblingsfilme. Und dann habe ich gedacht, ich brauche diesen Aliens-Helm, der ist natürlich auch ein bisschen gedeckter, ist nicht so bunt, im HR-Giga-Design quasi, aber der ist nicht lieferbar oder ist gar nicht verfügbar oder so, ich weiß es leider nicht. Jedenfalls habe ich dann einen anderen genommen. Obwohl ich ja nicht so der bunte Freak bin, aber der ist schon verdammt gut. Ihr habt das, seht das ja in der Vorschau. Und da ist das Säckchen, wo die Kostbarkeit drinnen ist. HOC-Logo und DC-Logo. Dabei war noch ein blauer Karton, auch mit dem DC-Logo. Unglaublich geil, habe ich jetzt im Büro gelassen. Und in diesem Säckchen, wo man den Helm auch natürlich auf jeden Fall aufbewahren sollte und transportieren, ist ja der neue RFA 11, der Joker in ja, einer unglaublichen Farbkombi, Violett, Grün, ein bisschen Rot. Ich glaube, das sind auch die Farben sozusagen vom Original Joker aus dem Comic. Der letzte Joker ja, der letztes Jahr im Kino war, jetzt auf Netflix verfügbar, grandioser Film, da ist er ja mehr gelb-rot angezogen, aber das sind, glaube ich, so ein bisschen die Ursprungsfarben und Violett ist sowieso eine meiner Lieblingsfarben. Hinten auch noch die Joker-Karte drauf, also absolut Mörder, super lackiert, auch so verschiedene Grüntöne, sehr leuchtend grell. Und wirklich höchste Qualität, was auch dazu führt, dass der Helm nicht ganz billig ist. Das sage ich euch dann noch am Schluss. Was noch im Lieferumfang enthalten ist, ist natürlich ein Klarglas-Visier. Das ist das Serienvisier, das ich natürlich sofort abmontiere. Und das ist zum Glück in Sekundenschnelle durchgeführt beim RV11. Nämlich einfach Visier maximal hochklappen. Und dann habe ich da unten einen Hebel und wenn ich den nach unten drücke, springt das Visier richtig raus. Auf beiden Seiten klack, klack und genauso schnell, jetzt hoffe ich, es gelingt mir, klack, ist wieder drinnen. Also ich glaube, das ist einer der schnellsten Mechanismen, die es gibt am Markt bei Helmen. Es gibt auch andere gute, durchdachte Mechanismen, aber das ist für mich der einfachste. Vielleicht tue ich mich aber auch einfach so leicht, weil das sicher mein 5. oder 6. RV11 ist, den ich in Größe L trage. Das ist auch nicht bei allen Herstellern gleich. Bei manchen bin ich schon auf M umgestiegen, weil einfach ein bisschen zu viel Platz war, vor allem im Wangenbereich.
Da hat dieser Helm übrigens von 2XS bis 2XL auch unterschiedliche Wangenpolster und Kopfpolster, dicken, damit einfach sich das sehr schön anpasst am Helm. Was wir auch drin sehen, beim Innenfutter ist ja so ein Logo, so ein Muster, wahrscheinlich ist das ein Joker-Logo, soll das J sein. Also auch innen schön gemacht. Dann haben wir hier beim Doppel-D-Ring-Verschluss, der ist sozusagen vergoldet, passt auch super dazu. Dann haben wir hier unten, was ich auch gerne entferne im Sommer, noch so ein Kinnnetz, das natürlich den Wind abhält, aber im Sommer ist es ja eher schlecht, da will man es ja eher kühl haben. Vorne eine regulierbare Belüftung, da auf der Seite bei diesen Metallgittern übrigens, das wird auch mit verschlossen oder geöffnet. Hinten kann das natürlich wieder austreten. Da haben wir unterm Spoiler-Auslässe und auch hier links, rechts im Nackenbereich. Und vorne an der Stirn kann ich ebenfalls die Lüftung regulieren. Und zwar mit zwei so Rädchen. Das finde ich auch super. Das gelingt auch mit Handschuhen, wenn man einfach so drüber fährt. Und da habe ich eben mehrere Stufen, die ich die Lüftung öffnen oder schließen kann. Und auch hier direkt über dem Visier habe ich noch zusätzliche Lüftungsöffnungen, damit mir der Wind dann auch genau auf die Stirn bläst. Also ist wirklich für viel frische Luft gesorgt im Sommer. Ja, wie gesagt, ich kenne den Helm einfach schon sehr gut. Es gibt ihn auch schon einige Jahre. Und er ist grundsätzlich kein sehr teurer Helm. Also er ist nicht in der absoluten Top-Liga Richtung 1000 Euro und darüber, sondern es gibt ihn Unifarben, also schwarz und weiß, matt, glänzend, glaube ich, gibt es auch, um 399,99 €. Das ist also ja eigentlich mittlerweile fast schon Mittelklasse, vielleicht ein bisschen gehobene Mittelklasse. Und dieser kostet 599,90 €, also ist weit darüber, da wird, glaube ich, ordentlich gezahlt an DC. Und damit ist dieser Joker-Helm teurer als der RFA 11 Carbon. Also, ja, das muss einem wert sein, weil im Endeffekt zahlt man hier natürlich fürs Design. Und das Design ist äußerst hochwertig. Ich habe mir schon mal angeschaut, wie sowas hergestellt wird. Also teilweise handbemalt, aber auch mit ganz dünnen Folien, die der Wind davon bläst, ein kleinster Hauch kann das davon blasen, das wird so aufgelegt mit einem Pinsel auf einem nassen Helm und dann wird das glatt gestrichen und da wird nochmal drüber lackiert. Das ist echt aufwendig. Und wie gesagt, das zahlt man, aber man zahlt natürlich auch oder überweist einen kleinen Betrag oder wahrscheinlich nicht so kleinen an DC Comics in dem Fall. Das ist bei diesen Kooperationen so, die sind einfach wesentlich teurer, das kennt man ja auch aus der Mode. Ist ja extrem in, von den Sneakers bis T-Shirts und was auch immer. Das hebt einfach dann den Preis und da ist es halt auch so. Aber ja, das muss jetzt natürlich einem wert sein. Das ist halt so bei Exzentrikern, dass sie gerne einen Preis zahlen dafür, dass sie ein bisschen auffallen und das tue ich auch gern, beziehungsweise ist es ein Testexemplar für mich, also da habe ich natürlich ein großes Glück, aber ich werde den Helm oft tragen, viel tragen und ich werde vor allem darauf aufpassen, weil man kennt ja die Situation, wenn es zum ersten Mal irgendwo einschlägt, ein Kieselsteinchen und dann schaut man, war das jetzt nur das Visier, das man austauschen kann oder fehlt jetzt da irgendwo der Lack? Also ich habe jetzt schon Angst davor, bis jetzt waren es nur Insekten, noch nichts passiert. Auf jeden Fall, ja, richtig geil, ich weiß nicht, ob er euch auch so gefällt, vielleicht schreibt ihr mir das in den Kommentaren. Es gibt derzeit natürlich noch viele andere Kooperationshelme, es ist jetzt schon wieder einer dazugekommen, habe ich gestern geschaut. Ich blende einfach einmal ein paar ein und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch auch sowas und fällt gerne im Verkehr auf. Wie gesagt, dann hinterlassen wir vielleicht dazu einen Kommentar. Und jetzt noch der Hinweis aufs Sommerheft, das es jetzt noch gibt, Motorradmagazin 6 2022, könnt ihr natürlich abonnieren und falls ihr die 5er oder 4er oder sonst eine Ausgabe versäumt habt, könnt ihr diese nachbestellen
Und ihr könnt das Heft ganz gemütlich auch auf eurem Handheld, auf eurem Handy lesen, elektronisch. Ja, und damit werde auch ich mich kurz in die Sommerpause vertschüssen. Ich habe jetzt auch tatsächlich Urlaub und dann sehen wir uns in aller Frische wieder. Das nächste Heft kommt dann Anfang September. Ich bin mir sicher, da wird es dann auch ein paar Motorradneuheiten schon wieder geben. Jetzt momentan sind auch ein paar präsentiert worden. Das seht ihr dann in einem separaten Video. Damit danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.